herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und Michael, der Kameramann, freut sich wie immer dabei zu sein. Genau, ganz fleißig heute mit mir shoppen gewesen, ne? Ein paar Blumen. Ja, alles gekauft. Alles gekauft. Schön Blumen haben wir uns geholt und Sukkulenten. Und das ist nämlich hier unser Thema. Das ist einfach mal eine Deko für ein Windlicht, die aber auch mit nach außen geht. Ist natürlich perfekt, wenn es ein bisschen geschützt ist. Und aber das kann man auch super draußen stehen lassen, ohne Dach. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie dieses Thema funktioniert, bleibt einfach mal dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Das kennt ihr. Das ist das große rostfarbene Windlicht, was oder beziehungsweise wo eine Scheibe fehlt, finde ich gar nicht schlecht. Kann man nämlich jetzt super bis nach außen hin dekorieren. Dann habe ich hier zwei Terrakotta-Töpfe. Dann habe ich hier diese Filzbordüre, Moos, einmal das, was wir auf Hof Oelkers haben. Dann habe ich hier einfach mal vorsichtshalber den rosa Pfeffer mitgenommen. Muscheln haben wir heute gefunden, auch in diesem Rosaton. Dann das Sedum, was hier so wunderbar rosa blüht. Das habe ich zweimal mitgenommen. Und dann nochmal dieses mit diesem rot-braunen Tönen, grün, finde ich, passt natürlich perfekt für Rost oder zum Rost. Dann auch natürlich hier zur Baumrinde, weil die hatte ich noch, genau, die hatte ich mit beim Fahrrad eindekoriert und die ist umgekippt beim Sturm, etwas kaputt gegangen und die würde ich gerne mit eindekorieren. Dann habe ich hier vorsichtshalber nochmal so kleine Terrakotta-Töpfe, die habe ich auch immer im Schuppen und ein paar Steine und das war's. Ja, ein bisschen Moos und das war's und es geht los. Vergessen hatte ich die Lichterkette und die finde ich total wichtig. Da habe ich jetzt auch eine Outdoor-Lichterkette genommen. Die haben wir schon sehr lange und die würde ich jetzt gerne nämlich hier mit eindekorieren. Die ist relativ lang, das ist eine String und die kann man sogar mit mehreren verschiedenen, ja, entweder blinkend einstellen und lange blinkend und kurz. Dauerlicht möchte ich gerne haben. Ich kam nicht drauf und ich möchte einfach jetzt diese Deko nicht nur im Windlicht, sondern dass sie ein bisschen rauskommt, weil ihr wisst, vorne am Fahrrad hatte ich das auch mit Moos nach außen dekoriert, aber das war jetzt nicht nur, das war nur ein Übergang und jetzt soll es richtig schön dekoriert werden und ich werde jetzt diesen Ast nehmen und meine Lichterkette hier jetzt ein paar Mal herumwickeln. Und ich hatte sie eben hier schon mal reingelegt. Sie liegt hier stabil drinne und so möchte ich sie hier auch gleich gerne mit reinlegen. In diesen Tontopf möchte ich gerne dieses Sedum reinmachen, hier mit der blühenden rosafarbenen Blüte. Und ich möchte den Topf auch gerne schräg anschrägen. Und da ich jetzt hier wirklich noch ganz altes, trockenes Moos habe, was jetzt nicht mehr so wunderbar ist, das lege ich mir hier hinten einfach in das Windlicht rein. Da könnt ihr alles andere nehmen, was ihr habt. Und jetzt mache ich, glaube ich, erstmal hier das Preisschild ab. Und dann werde ich mir das hier hinten nämlich gleich bepflanzt so reinstellen. Jetzt nehme ich ganz vorsichtig mein Sedum aus dem Topf heraus. Ganz feucht. Breche mir das Wurzelwerk wie immer vorsichtig auf. Das macht gar nichts, auch wenn die Wurzeln unten kaputt gehen. Guck mal, jetzt habe ich hier auch schon genug Erde für den Topf. Mehr braucht man gar nicht. Und außen werde ich das hier jetzt erstmal vorsichtig mit Moos auslegen, damit das alles so erhalten bleibt. So einmal herumgelegt und wenn hier so ganz kleine Ableger abgehen, könnt ihr die auch wunderbar mit reinstecken
und perfekt. Finde ich super, super schön. Und jetzt gucke ich einfach mal, wie ich den Topf hier vorsichtig wieder in unser Windlicht reinkriege. Und ich möchte nämlich wirklich, dass sie so ein bisschen nach vorne hin rausguckt. Und jetzt kann man auch schon mal gucken, was man hier nochmal an Rinde, da haben wir ja nun wirklich genug, finde ich ganz cool, wenn wir die hier mit nach vorne stellen. Brechen wir hier auch nochmal ein bisschen mit raus. Und diese ganz kleinen Stückchen, die kann man jetzt hier auch, kann man auch hier hinten nochmal so hochkant eine reinstellen. Also das könnt ihr jetzt hier dekorativ, genau, einfach hier erstmal mit eindekorieren. Und hier nehme ich jetzt das zweite Sedum, was diese rot-braun-Töne hat. Gehe hier auch wieder vorsichtig. Ups, die Erde fällt so leicht ab, weil die so feucht ist. Und werde jetzt so wie eben auch nochmal die Erde nach außen hin Wurzelwerk ein bisschen aufbrechen. Wunderbar. Und guck mal, wie wunderschön das ist. Also es fällt auch total schön gerade jetzt hier in diesem Topf. Und auch hier werde ich jetzt mit dem Moos nur ganz vorsichtig rundherum gehen und das nochmal eben mit ausfüllen. Und hier habe ich ja noch das andere Sedum. Und das nehme ich mir jetzt auch aus dem Topf und werde mir das jetzt hier wirklich ganz vorsichtig aufbrechen und werde das jetzt hier in die Rinde mit reinlegen. Das heißt, ich möchte jetzt hier praktisch ein Stück. Ihr könnt auch ganz vorsichtig mit dem Heißkleber arbeiten, wirklich nur ein Tropfen Heißkleber an die Rinde, ein bisschen abwarten, abkühlen lassen. Und dann könnt ihr das fixieren. Aber hier wird das wunderbar halten. Die Erfahrung haben wir schon super gemacht, auch mit dem Vogelhäuschen und die Mangoholzkugel. Da kommt das, das weckt sich so super ein und das ist wirklich fantastisch. Auch hier möchte ich das gerne mit so in der Rinde drinne haben oder mit eindekoriert. So, was man auch machen kann, ihr könnt hier Heißkleber ranmachen. Das habe ich nicht gemacht. Ich lasse das wirklich so. Ich gucke, wie es sich einfügt nachher hier. Und das Sedum kann man super dazwischen stecken. Das hält auch immer total klasse. Aber hier werde ich jetzt heute komplett ohne Kleber arbeiten und das nachher ganz vorsichtig. Hier haben wir zu uns entschlossen, weil hier ist es nicht windig, unter der Überdachung zu stellen und wir lassen das wirklich hier stehen. So, weiter geht es und ich habe eine Planänderung. Ich werde den Ast hier jetzt einmal so gegenstellen und damit er wirklich gut hält und wir dieses Farbthema auch nochmal haben hier von der Blüte, was natürlich total schön ist, ist so ein Puderrosa, werde ich jetzt hier diese Filzbordüre einmal in der Mitte durchschneiden. Hab mir so ein Stück abgeschnitten. Mache mir hier ein Hasenohr, gehe mit der anderen Seite einmal so quer rüber und werde jetzt hier praktisch mit dem Band, wo gerade die Bordüre mit festgemacht war, dieses Juteband nehme ich jetzt und gehe hier in der Mitte richtig schön rum, ziehe mir das fest. Mache einen Knoten. Und jetzt kann man das wunderbar nämlich hier praktisch mit dem Ast. Jetzt könnte man auch, wenn ich den drehe, ich finde, das ist ein bisschen besser, dann haben wir die dicke Seite unten und die dünne hier oben. Und ich kann jetzt hier diesen Ast praktisch mit der Schleife und dem Juteband hier an unserem Henkel super befestigen. Das heißt, er ist gut stabil, kann ich wieder umkippen und es hält wunderbar. Die Schere, schneide mir das restliche Band unten ab, was ich nicht brauche. Ich habe mir das hier einfach noch mal so ein bisschen in Form gemacht, damit die noch ein bisschen puscheliger ist. Und ich finde das eigentlich super passend. Gerade mit diesen Rustikalen ist das immer ganz schön, wenn man noch so einen kleinen Farbtupfer hat. Und da wir Sommer haben, maritim, finde ich, müssen ein paar kleine Muscheln mit rein. Da sind diese kleinen oder relativ großen Schneckenhäuschen natürlich perfekt und die kann man jetzt hier super nochmal mit in die Gefäße oder wenn ihr einen Heißkleber habt, hier mit auf die Rinde, da kann man die jetzt super mit eindekorieren. Okay.
Und guck mal hier, der rosa Pfeffer, der ist noch vom letzten Weihnachten. Und da werde ich mir einfach nur so einen ganz kleinen Strang nehmen und den hier einfach mit reinlegen. Und ich finde, das reicht auch schon. Und da hinten nehme ich auch noch mal so ein bisschen. Da muss man es aber wirklich ausprobieren, wie man das schön findet. Und auch hier lege ich den einfach noch mal so ganz locker mit auf die Rinde hinten rein. Und hier zwischen unseren Sukkulenten auf dem Moos auch. Die weißen finde ich eigentlich ganz schön. Und da finde ich, da habe ich jetzt die andere rausgenommen und lege mir die hier vorne noch mit rein. Dann haben wir doch noch ein bisschen Abwechslung. Und hier hinten auf der Rinde habe ich das auch gemacht. Und da werde ich definitiv gleich einen Heißkleber holen und mir diese hier nochmal mit fixieren. Guck mal, diesen Mini-Tontopf, den finde ich noch ganz cool. Weil den werde ich einfach hier hinten noch mal so reinlegen. Finde ich nämlich ganz schön, wenn man hinten da noch ein bisschen was hat, was sich da abspielt, so ein bisschen dekomäßig. Überall kann man reingucken. Und diesen, das ist so eine kleine oder eine mittlere, kleine mittlere Größe, den stelle ich hier einfach unter unsere Rinde. Und jetzt haben wir hier noch mehr Stabilität. Man könnte hier jetzt auch einen Stein unterlegen, aber ich finde, das bringt jetzt noch mal richtig schöne Lebendigkeit. Und jetzt nehme ich nämlich die Lichterkette, weil hier haben wir nämlich noch einiges. Ich habe das bewusst nicht komplett um den Ast gemacht. Und jetzt könnt ihr gucken, wo ihr mit der Lichterkette noch rundherum geht, was noch in Szene gesetzt werden soll. Und da gucke ich mal, ob wir hier einfach mal um den Topf gehen. In die Blume ruhig ein bisschen mit rein. Fast fertig, Micha. Genau. Und gefällt dir das? Ja, sehr schön. Ja, ganz maritim, genau. Ganz maritim und natürlich. Und jetzt hier hinten, ich finde, das passt auch total schön. Die Pflanzen müssen einfach in Szene gesetzt werden. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das nicht mehr da hinten zu dekorieren. Da kommt jetzt was anderes hin. Und da haben wir auch schon den Plan B. Und das bleibt jetzt hier bei uns auf der Terrasse. Und das Batteriefach, das ist relativ groß. Das werde ich mir jetzt hier hinter einfach verstecken. Und dann kommt man da nachher auch noch super ran. Ich werde mir da noch ein bisschen Moos rauflegen und dann sieht man das nicht mehr. Das ist unser neues Windlicht. Guck mal, ich habe hier jetzt einfach nur noch mal so ein bisschen Moos oben auf das Batteriefach gelegt und das sieht aus wie eingearbeitet. Also ganz einfach, ganz simpel, mit vielen natürlichen Sachen, mit einem Gegenstand, den wir sowieso haben. Vielleicht habt ihr ein großes Windlicht oder irgendetwas, wo man diese Sache auch, man kann es ja auch einfach so auf Kisten rein dekorieren. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten, weil dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch und folgt uns gerne auf Pinterest, Facebook oder Instagram. Da kommen immer kleine Highlights. Und dieses Windlicht kommt nicht mehr nach hinten. Wir haben uns dazu entschlossen, das jetzt hier gleich bei uns mit auf der Terrasse einzudekorieren, weil damit wird es nochmal wieder richtig gemütlich. Hier gehen überall die Lichter an, am Fenster, hier oben und da. Genau, und da freuen wir uns sehr drüber. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Wir umarmen euch, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Ganz genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.